Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro Last Light. Wir haben es in die Kirche geschafft und dann gehen wir mal hier rein und gucken, was abgeht. Come on, get inside. Don't waste your filters. I had you sighted when you were way out there. Almost shot you too. That would teach you to answer radio hails. But I felt it was you. I hope you'll forgive me for the gardens. Da war da Absicht. Die hätte irgendwas tun können, hat sie aber nicht. Verräterin, du. Unglaublich. For some reason I was genuinely glad to see Anna, my pain in the ass partner. She finally stopped those wicked jokes of hers. Looks like she's ashamed of having left her partner at the battlefield. Nö, ich glaube nicht, dass das ist. Also vielleicht ein bisschen, aber ich glaube eher so. She fell in love. Artyom ist ein krasser Dude. Passt schon. I didn't take you seriously before. But Hunter, he read you right from the start. He put his trust in you. It took me time. I didn't understand until I saw you in action, and I almost got you killed. You don't make this easy for me, Artyom. I'll stop for now. Go on and get ready. The guys are coming soon and we're all going to Oktyabrskaya. Oh, alles klar, geiler Shit, Junge. Ja. Oh. Erstmal gespielt, Musik ausgemacht. War andersrum. Erstmal Licht ausgemacht und gespielt. So, ist richtig. Ja, ein bisschen. Love Music. By the way, a traveling gun merchant stopped here for the night, so you could take a look at his merchandise. Herr Ziggy. Aber leider nicht sehr viel. Das ist doof, ne? Ja, ich brauche Munition, Alter. Aber das ist alles immer sehr teuer. Das kostet 7, Junge. 10 ist besser als nichts, ne? Muss man einfach. 10 ist besser als nichts. Ich weiß auch gar nicht ganz ehrlich, warum ich die falsche Waffe eigentlich dabei habe. No one knows, Alter. Ich will kurz bei ihm gucken, eintauschen. Was hat er denn? Er hat. Guck dir das mal bitte an, du. Mann. Zu beziehungsweise, dies das Beste von der Armee genutzte Sturmgewehr in der Metro ist deswegen seiner vorherigen Leistung sehr gefragt. Das hätte ich natürlich sehr gerne. Aber kann ich mich nicht leisten, Alter. Was kostet das, wenn ich es verkaufe? 16 Munition, Alter. Ja, gut. Nö, ne? So, gut. A nuclear power plant. Some have you ever been to the catacombs? I don't. Really old church catacombs. No idea how old they could be. They even survived the catacombs. Some people from the church hid here during the war, but they just disappeared. Could have gone to the main metro tunnels or, well, people say things, you know? You mean the Big Mama? Yeah. The wife of Dark Rail Tracer. It's just kid stories, urban legends. I see you're familiar. So, what really is there? We haven't met anything but Nocellises. That's enough to worry about. So stay sharp. Who might that be? Well, our guys are fast. Check it out, just in case. Password! Rod Block! That's an old one. I know that voice. Shit, I can't place it. Wait a minute. Could it be Lesnitsky? Boom. Alter, voll die Tür in die Fresse gekriegt, so eine Scheiße. Das ist doch nicht nett. I'm no traitor. I never served you in the first place. We'll take this one back. No! That's it. Move! Und jetzt müssen wir Anna retten. Ich sehe schon, komm.
Aber jetzt verkauft er nichts mehr. Kann ich mir die Sachen jetzt einfach so nehmen? Theoretisch. Ich gehe mal davon aus, ich bin hier lang. Ja, das ist, wenn man die ganze Zeit nur rumquatscht und nicht mal zur Sache kommt, ne? Selbst schuld, ey. Von vornherein hätten die losmarschieren müssen, anstatt zu labern. Aber nein, nein, nein. Wir müssen erst mal eine halbe Stunde reden. Oh, Nachtsichtgerät an hier. Dann sehe ich auch was. Hä, warum ist es kaputt? Hä? Hier geht das nicht. Ah, das ist Schweinerei. Mhm. Oh. Hm? Ich hab ein Feuerzeug. Feuerzeug. Außerordentlich creepy, wenn du diese Schattenfiguren da siehst. I don't like that. Wollte ich mal gesagt haben. Ah, jetzt geht's wieder. So, würde ich sagen, auf geht's. Nach unten, natürlich. Mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Mein Gott, auch hier fällt sich kein Sicherheitsgurt. Unten Sicherheitskäfig, weil es der Fahrstuhl freischwebend und so, das ist gefährlich. Oh. Sorry. Ey. Geh weg. Hallo, du kleine Saftnase. Geh weg, hab ich gesagt. Ey, das Ding schaukelt. Hört auf damit. Pimmel, Bratzen, ey. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich drück eh jetzt aber richtig hart. Mach's mal auf hier. Zack. In den Kopf. Ja. Zweimal. So, dann habe ich schon überlebt, alles klar. Gut, weiter geht's. War spannend. Wir gehen mal weiter. Blöden. Blöden Hackfressen, ey, ohne Witz. Ja. Ne? Ja, geh mal lieber weg, du. Oh, scheiße. Das dauert zu lange. Au. Alter, als ob der noch lebt. Alter, was ist denn los? Ich schieß auf den mit einer Pumpgun und mit einem Gewehr. Das juckt den alles überhaupt nicht. Was ist denn hier los? Alles ist da wohl unrealistisch. Ich werf da jetzt gleich eine Granate rein. Habe ich schon mal zwei von den Pennern weg, ey. Nach vorne gejumpt, jetzt steht er da so. Hm?
Und ihn hat es jetzt nie. Achso, ja gut, hat gar keinen Tangiert, alles klar. Nee, hör auf damit. I don't like that, please. Leider nur, glaube ich, einen davon erwischt, nicht zwei. Zwei wäre mein eigentlicher Plan gewesen. Hat nicht geklappt. Gehen die alle hin? Hm. Ich gehe mal hier lang. Hier kommen wieder Geister, ne? Ist da irgendwas? Die Geister, die ich rief. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo muss ich denn hin, da lang? Laufe ich dann nicht einfach wieder zurück? Who knows, who knows? Ich hasse das, ne? Nervigen Kackviecher, ey, die halten auch viel zu viel aus. Weil das meine Waffe zu wenig Damage macht, kann nicht sein. Oh, guck mal, hier ist eine kleine Höhle. Schön. Nö. Ah, jetzt hören Sie mal auf, ja, junger Mann. Was soll denn das? Na, Frechheit. Ich wollte nur das, was im Rucksack ist. Nee. Ach, das ist alles, also das macht mich alles nicht sehr comfortable, weißt du, mit dem Scheiß. Das ist doch alles... Ruhe. Ach nö, Mann, jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß. Alter, fuck you. Nö. Help. Alter, die overliven einfach alles, die Pissnelken. Als ob der noch lebt. Als ob der immer noch lebt. Blöden Penner. Oh. Ja, ja, ich halte es ja gedrückt, sehr gut. Na, das geht aber schnell, du. Ich merke schon, hier ist alles sehr fast, so... Wie mit diesem Bötchen fahren und auch der Fahrstuhl. Alles sehr gefährlich. Ich weiß auch gar nicht, was mache ich jetzt eigentlich? Was ist denn so mein Plan? Hier in diese Kiste steigen. Mhm. Na dann. Ja, finde ich auch eine super Idee. Quasi in die Höhle des Löwen rein. Das ist sehr gut.
Mhm. Oh, ich mag die Idee. Ne? Richtig, bin ich irgendwas helfen? Please? Someone? Oder so? Ach, diese Kackviecher da machen. Das ist ein Scheiß, Alter. Da. Weg mit euch. Kackbratzen. Hier kann ich erstmal hin, hier sind ein paar Tode. Und wo ein paar Tode sind, da kriege ich auf jeden Fall auch ein bisschen Munition und so. Ammunition. Ich gehe mal davon aus, hier wieder hoch, ne? Es hört sich nach irgendwas sehr, 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 sehr Großem an. Ich möchte eigentlich jetzt nicht so runter. Wenn es ginge, würde ich das gerne lassen. Yo, den habe ich direkt weggesnackt jetzt, oder was? Hier bin ich, glaube, hier bin ich. Ja, wobei, die können springen, das ist natürlich ärgerlich. Ich möchte nicht runter, bitte. Ich glaube, ich muss aber runter, danke. So, wir werden erstmal eine kleine Falle aufstellen für die. Ne? Okay, hat ihn jetzt nicht so geschockt, wie ich es gerne gehabt hätte. So. Medipack. Ach, fuck, Alter. Ja, war mir fast klar, dass das, ne? War fast klar. Okay, das heißt, ich geh jetzt hier runter. Ich werde eine kleine Falle aufstellen. Mach das. Throw this flammable Shit-Zeug. Ein paar Mal. Juckt dir jetzt nicht unbedingt. Oh, der ist am hard am burn. Ja, schön. Schön. Totally worth it. Finde ich. Musste mich mit denen jetzt nicht so auseinandersetzen. Das finde ich eigentlich eine ganz geile Sache, weil da habe ich keinen Bock drauf. Die sind mir zu nervig, die Viecher. Oh. Naja. Gut. Ich meine, ohne Beine muss das Leben ja nicht schlecht sein, ne? Ja, achso. Mich hier rein? Was willst du? Ah. Und? Mich hier rein, hallo. Oh, nee, Alter. Hier, yeah, Feuer. Leider kein Feuer mehr am Start, scheiße. Ey, Junge. Don't make this shit shitty. Oh. Nee, oh, hier ist Kacke. Warte. Och Mann, ey, jetzt spring er da durch, du Arschloch. Mama. Bitte tu das nicht. Ich möchte das nicht. Das wäre total nett. Jetzt wieder in die andere Richtung. Oh, guten Tag. Mister.
Achso, da kommt dann auch einer runtergesprungen. Ja gut, dann, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es gelassen. Okay. Ach, da war noch gar kein Fahrstuhl. Natürlich. Da war noch kein Fahrstuhl. Klar. Aber hier muss irgendwas sehr Großes sein. Warum schwankt der so hin und her? Was ist da los? Nehmen wir schon raus? Na gut. Ah, dann hoppen wir mal raus, wa? So. Kein Problem. Ja, eine Lampe, die mach ich mal aus. Gefährlich. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir, was hinter dieser Holztreppe ist. Er hat gespeichert, das finde ich toll. Ich hoffe, er hat gespeichert. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Aber ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.